Hallo, hier ist Marvel 1972 von den Nomads. Falls ihr im Hintergrund einen Lüfter hört, das ist den 35, 36 Grad draußen geschuldet. Hier drinnen geht's gerade so noch. Ich bin unterwegs Chieftain, Festung der Verzweiflung. Und ja, Gegnerteam hat so ein etwas leichteres Setup. Die werden wohl links kommen, also gleiche Orientierung nach links. Mein Team hat das auch so ganz grob verstanden, denke ich mal. So, die Grille kurft ja schon mal ganz wie selbstverständlich den Busch an. Sehr gut, das freut mich. Ich kann schön dran vorbeifahren. Aime da so ein bisschen den Busch ab, falls da was kommen sollte vom Gegner. Tut's aber nicht. Erstmal den Conway schön eine reingebracht. Ja, den Schuss hätte ich mir sparen können, aber nein. Und unser Leopard macht da erstmal einen gepflegten Selbstmord. Ja, solche, das fängt schon mal super an. Echt, ey. Ja, ist nun Stufe 9, WT, geht vom 10er Heavy natürlich die Munition nicht durch. Das halt kein Problem. Wargaming. So macht man das. Ja, dieser Convader, aber ich will mir keinen Querschuss holen. Ich warte da noch mal so ein klein wenig, bevor ich dann so weit vorfahre. Ich möchte auch nicht zerplatzen wieder. Schießen. Er war da bestimmt. Ja, da war er. Er tut mir nicht den Gefallen, dann fährt er durch, der Leopard. Sehr, sehr schade. Aber ich kann jetzt den Conway mal ausnehmen. Er sagt auch noch nett Danke, wie sich das so gehört. Ich muss mal dem E100 eine mitgeben für offenes Crossen. Jetzt habe ich natürlich keinen Schuss drin da für den WZ. Das ärgert mich natürlich ein bisschen, weil der ist auch mit Full HP. So. Ja, warum auch? Ich will gar nicht wissen, was beim Stufe 10 passiert. So, jetzt ist jetzt aber wirklich zu viel hier mit dem WZ. Ich denke schon, der will mir hinten ins Heck eine HE reinschmieren. Will er aber gar nicht. Ich will da was anderes wegnageln. Gut, wir hatten vorhin den Leopard-Yolo, jetzt der WZ-Yolo. Okay. Und die kriegen den da nicht weg. Oh Mann. Ich muss da hin. Also, Attacke. Kein Problem. Kann ich auch helfen. Der steht da auch schon die ganze Zeit. Mir schwand da auch schon fürchterliches. Da drüben. Aber ich muss erstmal aufräumen. Hol mir einen Schuss von der Batchet. Das ist okay. So, lade nach. Und jetzt geht's auf Batchet-Jagd. Hyrule 500, sehr gut. Ja. Abpraller. Boom. Dritter Kill. Ja. Und dann ist das 7:2 zu Ende gegangen. Und das war noch 3 Minuten auf der Uhr. Ja, und dann mit 4700 Damage die Karre erstmal schön warm gefahren. Und heute Abend ist ja noch Turnier Challenge the Stars. Dafür ist das schon mal gleich ein ganz guter Einstand so. Ja, und da das Objekt 268 konnte richtig in unseren Mets abfarmen. Also das ist eine gute Sache. Ja, in diesem Sinne sag ich Tschüss.